Viel zu lachen hatten Daniel Stephan, Henning Fritz, Philipp Jicher und Domagoj Duvniak beim Gipfeltreffen der vier Welthandballer für ein Fotoshooting in Schleswig. So viel Sachverstand auf einem Haufen, das hat Seltenheitswert. Das war heute irgendwie eine Ausnahme. Mit so einer Weltkugel da im Hintergrund hatten wir noch nie irgendwie was zu tun. Und wie gesagt, jetzt mit den anderen drei Welthandballern, mit Henning Fritz, mit Duvniak und mit Jicher zusammen mal ein bisschen, auch ein bisschen rumzublödeln, aber auch ein bisschen zu diskutieren und auch ein paar Fotos zu schießen, das war eine gute Sache. Fotoshooting, Gespräche und interessante Diskussionen. Anlässlich des Saisonstarts trafen sich nicht nur Experten, sondern auch ehemalige Mannschaftskollegen und gute Freunde. Thema natürlich die neue Handballsaison, aber auch die Weltmeisterschaft in Katar. Und wann immer es ging, wurde ein wenig Spaß zwischendurch gemacht. Das ist auch für uns komplett neu gewesen. Wir haben uns überlegt, jetzt, wenn die neue Saison losgeht, was machst du Besonderes? Und dann haben wir gedacht, warum eigentlich nicht mal die Welthandballer? Wir haben das große Glück, hier den amtierenden Welthandballer zu haben, Domagoj Duvniak, der jetzt ja vom HSV zum THW Kiel gewechselt ist. Da trifft er dann gleich auf einen Ex-Welthandballer, Philipp Jicher. Das Ganze dann natürlich noch unterfüttert mit Daniel Stephan, der erste deutsche Welthandballer von den beiden, die es bisher gibt. Der zweite, Torwart Henning Fritz, Weltmeistertorwart von 2007, war eine tolle Sache. Für alle Beteiligten also ein schönes und aufschlussreiches Treffen beim Interview für das Sportbild-Sonderheft Handball-Bundesliga, das so schnell wahrscheinlich nicht in Vergessenheit gerät.